Vielerorts öffneten am ersten Adventwochenende die Adventmärkte ihre Pforten. So auch im Schwarzacher St. Vinzenzheim. Unzählige Besucher kamen von nah und fern, um sich von der besonderen Atmosphäre in Schernberg berühren zu lassen. Der Schernberger Advent ist etwas ganz Besonderes. Vordergründig beim Einkauf am Adventmarkt ist für die Besucher nicht nur, sich rasch einen Adventkranz oder ein handgefertigtes Weihnachtsgeschenk zu besorgen, sondern mit dem Besuch den Bewohnern und ihren Betreuern in der Behindertenwerkstatt Anerkennung und Wertschätzung zu vermitteln. Produkte werden bei uns in St. Vinzenzheim, sagen wir, mit Hilfe von uns erstellt und produziert. Sei es Ostern, sei es für Weihnachten, gewisse Sachen. Die Krippel haben wir da, wo sie die Bewohner auch einbringen können. Wichtig ist die Materialien, was man wählt, dass einfach das sehen, das Produkt wird produziert, das riecht, man kann es greifen. Es ist alles dabei, was einfach die Wahrnehmung fördert für die ganzen Bewohner. Naturprodukte in dem Sinn machen wir Lindenblütentee, wo man Lindenblütensamen genannt. Oder das Ringelblumensalm, wo wir die ganzen Kräuter sammeln können. Oder wir haben auch noch die Gelees, die verschiedenen, wo im Garten drunten mit den Bewohnern Riewiesel gebracht wird zum Beispiel. Und das wird dann alles zusammen angefertigt und hergerichtet. Und sonst ist eigentlich nur, es wird hauptsächlich eben für den heutigen Markt produziert. Und wir sehen, sind wir schon recht ausverkauft. Damit sich auch die Kinder rundherum wohlfühlten, wurde in Schernberg ein umfassendes Rahmenprogramm für die Kleinen angeboten. Kekse backen, basteln und gestalten fanden großen Anklang. Der Höhepunkt der Adventveranstaltung war das Konzert des Vinzenzchors, wo Menschen mit besonderen Begabungen und Talenten mit ihrem Gesang ihre Lebensfreude zum Ausdruck bringen. Auf die Welt! Über ihre Erfahrungen als Behinderte und über die unbändige Liebe zu ihrem eigenen Leben berichtete Marianne Hengel, die als diesjähriger Ehrengast eingeladen war. Das war für mich auch ein ganz besonders schönes Erlebnis. Ich habe viele Menschen, behinderte Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die mich sehr berührt haben, die irgendwie so eine Freude gehabt haben, dass ich unsere gemeinsame Botschaft erzählt habe. Und das habe ich eigentlich selten erlebt, weil wenn ich unterwegs bin, so in Österreich, dann treffe ich ganz viele Menschen. Aber eigentlich sind meine behinderten Freunde da nicht so anwesend, was irgendwie logisch ist. Und diesmal war es einfach ganz besonders. Und immer wenn ich was gesagt habe, was unser aller Leben betrifft, dann haben sie sich so gefreut und waren so dankbar. Diesen Tag werde ich sicher selber nicht so schnell vergessen. Den Schernberger Advent gibt es jetzt schon einige Jahre und er entwickelt sich immer zu einer größeren Veranstaltung. Für uns ist schon eine große Bestätigung für die Arbeit, was wir machen und besonders eine Wertschätzung und Anerkennung auch für den Vinzenzchor. Der Vinzenzchor ist ein Chor, wo 15, 16 behinderte Menschen singen. Das mit einer großen Freude und Leidenschaft und das ist halt der Höhepunkt für einen. Und es ist halt schön, wenn das die Leute so gut annehmen, weil es ist einfach die größte Wertschätzung, was sie kriegen können. Am Schernberger Advent jedes Jahr sind viele Marktstände draußen, da werden die Produkte verkauft, die was selber erzeugt werden. Das ist natürlich auch wieder für die Bewohner was Wichtiges. Erstens mal ist es eine sinnvolle Arbeit, was sie da machen können. Und dann sehen sie auch, dass die Leute freuen, dass also die Produkte gut ankommen und gut angenommen werden. Dann haben wir natürlich auch wieder viele Begegnungsmöglichkeiten bei unseren Buntstandl, Glühweinstandeln. Wir haben also kulinarische Köstlichkeiten herum. Und so ist das immer wieder jedes Jahr ein großer Höhepunkt. Das ist wirklich viel Arbeit und Vorbereitung notwendig, aber es entschädigt dann, weil an dem Tag wirklich, ja, das Herz rauskommt und viele Emotionen angesprochen sind und das gefällt uns am meisten. Der Schernberger Advent ist seit Jahren eine großartige Veranstaltung in der stillen Zeit. Denn hier kann man sich berühren lassen von aufrichtiger und unverfälschter Liebe zum Nächsten.